Der kleine Däumeling. Vor vielen, vielen Jahren lebten einmal arme Korbmacherleute. Die hatten 7 Jungen, einer immer kleiner als der andere. Ja, der Jüngste war bei seiner Geburt nicht viel größer als eine Fingerlänge. Deshalb nannte man ihn Däumling. Zwar wuchs er später noch ein wenig, doch nicht gar zu sehr. Den Namen Däumling behielt er deshalb. Er war ein kluger und pfiffiger kleiner Knirps, der an Gewandtheit und Schlauheit seine Brüder alle miteinander in den Sack steckte. Den Eltern ging es am Anfang gar übel, denn Korbmachen und Strohflechten ist ein armseliger Beruf und nicht so nahrhaft wie Semmelbacken und Kälberschlachten. Als daher eine teure Zeit kam, wurde dem Korbmacher und seiner Frau Himmelangst, wie sie ihre 7 Würmer satt machen sollten, die alle einen vorzüglichen Appetit hatten. Als die Kinder eines Abends zu Bett gegangen waren, beratschlagten die Eltern miteinander, was sie anfangen sollten, und kamen überein, die Kinder mit in den Wald zu nehmen, wo die Weiden wachsen, aus denen man Körbe flechten kann, und sie dort heimlich zu verlassen. Das alles hörte Däumling mit an, der nicht schlief wie seine Brüder, und er dachte die ganze Nacht darüber nach, wie er es anstellen könnte, sich und seinen Brüdern zu helfen. Schon früh am Morgen lief Däumling an den Bach und füllte seine kleinen Taschen mit weißen Kieseln und ging dann wieder heim, sagte aber seinen Brüdern kein Sterbenswörtchen davon. Nun machten sich die Eltern auf in den Wald und befahlen den Kindern, ihnen zu folgen. Däumling ließ nun ein Kieselsteinchen nach dem anderen auf den Weg fallen. Und weil er der Jüngste und Kleinste und Schwächste war, der stets hinterher trottete, sah niemand Däumlings tun. Im Wald machten sich die Eltern heimlich davon. Als das die Kinder merkten, erhoben sie allesamt, Däumling allerdings ausgenommen, ein Zetergeschrei. Däumling allein lachte und sprach zu seinen Brüdern: Heult und schreit nicht so jämmerlich, wir werden den Weg schon finden. Und jetzt ging Däumling voran und nicht hintendrein. Und er fand mit Hilfe der weißen Kieselsteinchen genau den Weg nach Hause. Als die Eltern heimkamen, bescherte ihnen Gott eine kleine Summe Geld. Eine alte Schuld, auf die sie schon nicht mehr gehofft hatten, wurde von einem Nachbarn beglichen, sodass Esswaren gekauft werden konnten, bis sich der Tisch bog. Aber nun kam auch die Reue bei den Eltern, dass sie die Kinder verstoßen hatten, und die Frau begann erbärmlich zu weinen. »Oh, lieber Gott«, so jammerte sie, »wenn wir doch die Kinder nicht im Wald gelassen hätten, jetzt könnten sie sich satt essen. So aber haben die Wölfe sie vielleicht schon im Magen. Ach, wären nur unsere liebsten Kinder da!« »Da sind wir, Mutter«, sprach ruhig der kleine Däumling, der gerade mit seinen Brüdern vor der Tür angelangt war und die Wehklagen gehört hatte. Er öffnete die Tür und hier rein trippelten die kleinen Korbmacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und da sie ihren guten Appetit ebenfalls mitgebracht hatten, war es ihnen sehr recht, dass der Tisch so reichlich gedeckt war. Jetzt war die Freude groß, dass die Kinder wieder da waren, und es wurde, solange das Geld reichte, in Saus und Braus gelebt. Doch es währte nicht lange. Da war in des Korbmachers Hütte wieder Schmalhans Küchenmeister. Und die Eltern beschlossen erneut, die Kinder im Wald ihrem Schicksal zu überlassen. Da aber der Plan wieder laut zwischen Vater und Mutter verhandelt wurde, hörte auch Däumling wieder alles, das ganze Gespräch, Wort für Wort, und nahm sich's zu Herzen. Am anderen Morgen wollte Däumling wiederum aus dem Häuschen schlüpfen und Kieselsteine auflesen, aber, oh weh, die Tür war verriegelt und Däumling war viel zu klein, als dass er den Riegel hätte erreichen können. Da wusste er, dass er sich anders helfen musste.
Als es nun zum Wald ging, steckte Däumling rasch Brot ein und streute davon Krümchen für Krümchen auf den Weg und glaubte auf diese Weise wieder nach Hause zu finden. Alles begab sich wie das erste Mal, nur mit dem Unterschied, dass Däumling den Heimweg nicht fand, weil die Vögel alle Krümchen schon aufgepickt hatten. Nun war guter Rat teuer, und die Brüder weinten und klagten im Wald, dass es zum Stein erweichen war. Dabei tappten sie durch den Wald, bis es ganz finster wurde, und fürchteten sich über die Maßen, bis auf Däumling. Der schrie und fürchtete sich kein bisschen. Unter dem schimmernden Laubdach eines Baumes schliefen die sieben Brüder auf weichem Moos ein. Als es wieder Tag war, stieg Däumling auf einen Baum, um die Gegend zu erkunden. Erst sah er nichts, dann aber entdeckte er das Dach eines kleinen Häuschens. Er merkte sich die Richtung, rutschte vom Baum herab und ging seinen Brüdern tapfer voran. Nach manchem Kampfe mit Dickicht, Dornen und Disteln sahen alle das Häuschen durch die Büsche blicken und schritten guten Mutes darauf zu. Bescheiden klopften sie an die Tür, da trat eine Frau heraus. Und Däumling bat gar schön, sie doch einzulassen. Sie hätten sich verirrt und wüssten nicht, wohin. Die Frau sagte, »Ach, ihr armen Kinder!« und ließ Däumling mit seinen Brüdern eintreten, sagte ihnen aber gleichzeitig, dass sie im Hause eines Menschenfressers wären, der besonders gern kleine Kinder verspeise. Na, das war eine schöne Zuversicht. Die Kinder zitterten vor Schreck wie Espenblau, als sie dieses hörten. Wie gern hätten sie doch selbst etwas zu essen gehabt, und nun sollten sie stattdessen gegessen werden. Doch die Frau war gut und mitleidig, verbarg die Kinder und gab ihnen auch etwas zu essen. Bald darauf hörte man Tritte, und es klopfte stark an die Tür. Das war aber kein anderer als der heimkehrende Menschenfresser. Der setzte sich an den Tisch, ließ Wein auftragen und schnüffelte, als ob er etwas röche. Dann rief er seiner Frau zu, »Ich wittere Menschenfleisch!« Die Frau wollte es ihm ausreden, aber er ging dem Geruch nach und fand die Kinder. Die waren starr vor Entsetzen. Schon wetzte er sein langes Messer. Doch die Frau flehte ihn an, die Kleinen noch ein wenig am Leben zu lassen und aufzufüttern, weil sie doch gar zu dürr seien. Vor allem der da, der kleine Däumling. Endlich ließ der böse Mann sich beschwichtigen. Die Kinder wurden zu Bett gebracht, und zwar in derselben Kammer, wo in einem großen Bett des Menschenfressers sieben Töchterlein schliefen, die so alt waren wie die sieben Brüder. Sie waren aber sehr hässlich, doch jede hatte ein goldenes Krönlein auf dem Haupt. Das alles war Däumling gewahr geworden. Still machte er sich aus dem Bette, nahm seine und seinen Brüdern Nachtmützen und setzte sie den Töchtern des Menschenfressers auf. Dessen Krönlein hingegen setzte er sich und seinen Brüdern auf. Der Menschenfresser trank inzwischen viel Wein. Und dabei kam ihm wieder die Lust an, die Kinder zu morden. Er nahm sein Messer und schlich sich in ihre Schlafkammer. Es war aber dort stockdunkel, und der Menschenfresser tappte blind umher, bis er an ein Bett stieß. Er fühlte nach den Köpfen der kleinen Schläfer, und als er die Krönchen spürte, sprach er zu sich selbst, »Halt! Halt, halt, halt! Das sind ja deine Töchter! Bald hättest du eine Riesendummheit gemacht!« Jetzt tappte er nach dem anderen Bett, fühlte da die Nachtmützen und schnitt seinen sieben Töchtern den Kopf ab. Eine nach der anderen. Dann legte er sich nieder und schlief seinen Rausch aus.
Als Däumling ihn schnarchen hörte, weckte er seine Brüder, schlich sich mit ihnen aus dem Haus und suchte das Weite. Aber so sehr sie sich auch eilten, sie wussten doch weder Weg noch Steg und liefen voller Angst und Sorgen im Wald herum. Als der Morgen kam, erwachte der Menschenfresser und sprach zu seiner Frau: »Geh und richte mir die Krabben zu.« Sie meinte, sie solle die Kinder nun wecken und ging voller Angst um sie hinauf in die Kammer. Welch ein Schrecken für die arme Frau, als sie nun sah, was geschehen war. Als sie zu lange ausblieb, folgte ihr der Menschenfresser und da sah er, was er in der Nacht angerichtet hatte. Seine Wut darüber ist nicht zu beschreiben. Er zog seine 7-Meilen-Stiefel an. Das waren Stiefel, mit denen man 1 Meile gegangen war, wenn man damit nur 7 Schritte getan hatte. Und das war gewiss nichts Kleines. Es dauerte nicht lange, so sahen die 7 Brüder ihn von Weitem über Berge und Täler schreiten und sie fürchteten sich sehr. Doch Däumling versteckte sich mit ihnen in der Höhle eines großen Felsens. Als der Menschenfresser nun an diesen Felsen kam, setzte er sich darauf, um ein wenig zu ruhen. Und da er müde war, schlief er bald ein und schnarchte, dass es weithin schallte. Da schlich sich Däumling heran wie ein Mäuschen aus dem Loch, zog ihm die 7-Meilen-Stiefel aus, zog sie selber an. Zum Glück hatten diese Stiefel die Eigenschaft, an jedem Fuß wie angemessen zu passen. Nun gab er an jede Hand einen seiner Brüder, diese fassten wieder einander an den Händen, und so ging es, hast du nicht gesehen, mit 7 Meilen-Stiefel-Schritten nach Hause. Hier wurden sie alle willkommen geheißen. Däumling sagte seinen Eltern, sie brauchten von jetzt an nur für die Brüder zu sorgen. Er würde mit Hilfe der Stiefel allein sein Fortkommen finden. Und als er das gesagt hatte, tat er einen Schritt und war schon weit weg. Dann noch einen und er stand auf einem Berg, der sonst eine 1/2 Stunde von seinem Elternhaus entfernt lag. Und noch einen Schritt, und Däumling ward von keinem mehr gesehen. Däumling hat mit den 7-Meilen-Stiefeln sein Glück gemacht und viele große und weite Reisen unternommen. Er hat so manchem Herrn gedient, und wenn es ihm an einem Ort nicht mehr gefiel, ging er spornstreichs zu einem anderen. Kein Verfolger, weder zu Fuß noch zu Pferd, konnte ihn je einholen. Und seine Abenteuer, die er mit Hilfe seiner Stiefel bestand, sind nicht zu beschreiben.